Hey, wo ist die Kamera? Ja, wo ist die Kamera? Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute geht's zum Friseur und dann nehme ich euch mit. Denn Leute, meine Haare, die sehen katastrophal aus. Und Leute, guck mal, wir sind hier bei der Häkchen. Kamera? Ja, hier nimm. Ja, du musst weiter hochhalten, Baby. Du bist eine gute Bloggerin. Baby, du bist eine gute Bloggerin. Komm, warte, warte. Hey, hey, du lässt gar nicht mehr los. Hey, nicht runterfallen. Hey, Baby. Baby. Meine. Aber Nico. Oh, Nico, nicht da. Nicht da. Guck, guck, guck. Leute, guck mal, die legt sich richtig hin mit der Kamera, macht Decke auf sich. Alter, tschüss, Leute. Ey, Bruder, Baby. Hier, hier, nimm die Kamera wieder, warte. Hier, nimm. Nimm. Ich war jetzt kurz bei meinen Eltern, Leute. Ey, es ist so warm, Leute. Ich bin nur am Schwitzen, ey. Geht los? Was geht ab, Jungs und Mädchens? Leute, checkt seinen Kanal ab. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und wir fahren jetzt los. Das ist eine Sauna, ey. Was geht ab? Wir sind jetzt hier in Neubeckum angekommen, Freunde, denn sein Laden ist hier in Neubeckum. Freunde, ich gehe jetzt dort halt meine Haare schneiden, weil wie gesagt, das sieht katastrophal aus. Ich versuche gleich von meinem Bruder einen Rabattcode zu klären für euch, denn alle, die hier aus der Umgebung kommen, dann könnt ihr alle da Haare schneiden kommen und vielleicht bin ich dann auch da, Leute, dann können wir ein bisschen Smalltalk führen. Ich natürlich auch. Babo natürlich auch, Leute, und ja, wir gehen jetzt Haare schneiden und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da sind. So, Leute, hier ist der Friseurladen von meinem Bruder. Was geht ab? Wir sind jetzt hier hinten, Freunde. Wir trinken jetzt hier erstmal schön eine eiskalte Coke. Ich muss jetzt erstmal warten, Leute, damit ich aufnehmen kann, bis die Kunden jetzt erstmal weg sind, Leute, weil damit ich ungestört aufnehmen kann, damit die Kunden sich auch wohlfühlen. Deswegen warten wir jetzt erstmal hier, bis die Kunden weg sind und dann fängt mein Brudi an, hier erstmal meine Haare zu machen und dann zeige ich euch mal den Laden, Leute. Gell? Was geht ab, Bro? Putzen. Mach mal die Haare weg hier, Junge. So, Freunde, wir sind jetzt erstmal hier alleine. Was geht ab? Peace. Yo, Bobo, was geht? Soll ich deine Haare schneiden? Hi. Aber ihr dürft sofort meine Haare schneiden. Ja, Leute, wir sind jetzt hier alleine. Und was geht ab, Jungs? Was geht? Ja, Leute, mein Bruder macht jetzt meine Haare und mal gucken, wie das Ganze wird. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder. See you. Was geht ab? Nichts bei dir. Och, jetzt Haare schneiden. Können wir gleich ein Foto machen? Ja klar, komm, können wir jetzt machen. Freunde, ganz kurz nochmal, solltet ihr gelernte Friseure sein und ihr Hochsteckfrisuren könnt, Freunde, meldet euch doch mal bei mir. Meine E-Mail, wisst ihr, ist unten in der Videobeschreibung, Freunde. Oder solltet ihr jemanden kennen? Oder solltet ihr jemanden kennen, Freunde, der das macht, meldet euch doch bei mir. Wir haben hier noch einen Job zu vergeben, Freunde. Am besten hier aus dem Kreis natürlich, Kreis Gütersloh, hier Beckum, Neubeckum, Reda. Wenn ihr hier irgendwo aus dieser Nähe kommt, meldet euch bei mir. Und jetzt sind meine Haare dran, Freunde. Jetzt erstmal waschen. Let's go. Komm mal, hilf mir, ist der? Boah, Freunde, ich kann gerade einschlafen, ne? Noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Noch ein bisschen. Tschüss. Ja. Blessed. Oh, I feel so good right now. Yeah. I just left the church, I feel like Chance now. Praises to the Most High stance now. They just wanna see a nigga fail quick. I had to beat the odds, I see no jail sense. Mama always told me that the world mine. I fire my producer cause this girl's mine. Hey. Servus Leute, was geht ab? Ich bin jetzt fertig, werde gleich die Haare erstmal zu Hause schön stylen. Und Freunde, wenn ihr hier vorbeikommt, hier in Neubeckum, Leute, und wenn ihr zu meinem Bruder sagt, dass ihr von mir kommt, wird er euch dann noch einen extra Rabatt geben, Freunde. Ich zeige euch mal kurz die Adresse.
Hauptstraße 23 in Neubeckum, Freunde. Kommt vorbei. Und ja, Leute, ich bin jetzt erstmal weg nach Hause. Werde morgen eventuell wieder hier im Laden sein. Vielleicht sieht man sich ja dann. Und Grüße gehen raus und wir sehen uns gleich bei mir zu Hause wieder. Peace. Servus Leute, was geht ab? Wir sind jetzt hier bei mir angelangt, Freunde. Und ich hatte ja gesagt gehabt, wenn es euch gefällt und ihr das sehen wollt, öffne ich das große Paket hier. Und ihr wolltet es sehen, Leute. Vorab, ich hatte zwei Pakete davon gehabt. Einmal war hier dieser Gaming-Stuhl drin, Freunde, der übertrieben krass ist. Oh, ich sexy. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Diabolo Chairs, dass sie mir zwei Stühle hier zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön. Und ja, Freunde, da ich zwei Gaming-Stühle habe und Barbara, du Wichser, da ich so ein guter Freund bin, ich schenke dir, Digga. Als Maul. Ich schwör's dir, ich schenk's dir. Digga, geil, Mann, ich schwöre. So, ey, und Leute, jetzt? Ich schwöre, ich bin ja auch so ein Gamer und ich wollte immer so einen Stuhl, ne? Alles weiß, das ist voll teuer. Und dann, der so, ich hab's so gesehen, ne? Als er das bekommen, ich so, boah, dieser Wichser, Alter. War richtig neidisch, Alter. Er hat gefragt, was ist hier im zweiten? Ich so, ja, das sind so ein paar Extras dafür, damit er nicht wüsste, es ist ein zweiter Stuhl, weil ich ihn auch einen schenke, Freunde. Killer. Und ja, jetzt öffnen wir meinen Stuhl und bauen das zusammen auf. Deinen legen wir erstmal jetzt hier zur Seite, Bro. Hier hinten auf dem Rücken haben wir auch noch so ein Detail, Leute. Richtig nice. Und jetzt öffnen wir mein Paket, Digi. Öffne es! Ich habe mir schon immer so einen Stuhl gewünscht. Ohne Scheiß, ich habe mir wirklich früher schon immer so einen Stuhl gewünscht gehabt. Hey, ist der größer wie der? Der ist viel größer. Jetzt guck mal, wie breit der ist, allein vom Sitz. Wow, wie schwer das Paket hier ist. Oh, X-Fighter, oh mein Gott. Alter, leg mal von der anderen Seite auf. Das kennt. Du hast einen breiter was Sitz. Was ist das für ein Monster? Was ist denn das jetzt? Du hast nicht das Rennauto lang. Hat er keine Rollen? Tschüss, natürlich, das Bauwerk. Geiler Ernst. Ich dachte, ich wäre schon da dran. Ja, den muss man da dran montieren. Alter. Ey, Alter, guck mal, bitte, was ein Baba-Ding. Junge, gib mir den, du Wichser. Boah, das sieht aus wie so Augen, Alter. Ja, das sieht richtig krank aus. Guck mal, Leute, der gibt mir so ein Lächeln. Was ein wunderbarer. Ist da noch was drin? Nee, das war's. Hier ist auch ein doppelter Boden. Was ist das hier denn? Ich hoffe, du wirst sogar hier reinpassen. Ne? Die wird selbst da rein. Ihr würdet da auch reinpassen, wollt ihr mich verarschen? Natürlich passt du da rein. Mach seitwärts und ich versuche. Ey, mach mal Thumbnail. Ey, du passt, ich schwöre, was? Natürlich passt du da rein. So, jetzt können wir schön nach China fahren. Zeig. Alter, du hast einfach in der Kiste drin. Überraschung. So, Leute, jetzt versuchen wir das Ganze aufzubauen. Und ich würde sagen, sobald wir das aufgebaut haben, sehen wir uns gleich wieder. Peace. Wir sind jetzt endlich fertig mit dem Aufbauen, Leute. Oh mein Gott, ich zeige euch mal beide nochmal. Das hier ist der Diabolo Chair X Player. Und das ist der Diabolo Chair X Fighter, Leute. Der ist natürlich Baba, der ist riesig. Der hat hier voll die bösen Augen. Ja, ne? Mann, ey, der sieht richtig böse aus, ey. Übelst krass, finde ich. Der sieht halt so aus, Freunde. Mega bequem. Ohne Scheiß, der ist wirklich mega bequem. So sieht der hier von hinten aus. Warte. So sieht der von hinten aus, Freunde. Und so sieht der hier von hinten aus. Boah, ich finde, hier sieht es ein bisschen cooler aus. Der sieht ein bisschen aus wie Spider-Man, finde ich. Ja, Mann. Ja, ich glaube, die hätten diesen Kopf auch hier machen können. Ja. Die hätten auch den Kopf hier machen können. Wäre noch schöner. Vor allem, nimm mal kurz das Aufbau von da hinten, wo Karina ist. Leute, das Geile an diesem hier ist, was man machen kann, ist einfach mit... Kannst du das mit dem Rot? Das kann man mit dem hier leider nicht. Ja, der ist begrenzt. Aber dafür ist der hier, kann man andere Sachen einstellen. Der hat andere Features, was auch mega geil ist, Leute. Aber ich finde es eigentlich schade, dass man auch nicht so krass nach hinten machen kann. Warum? Warum benutzt man das so? Klar, voll cool. Guck mal, ich kann was versuchen, ich kann voll gut also runter. So, mit dem kannst du halt hier so nach hinten gehen, dann kannst du das halt einstellen, dass es so bleibt. Und ja, halt hoch und runter, Freunde. Baba. Ich finde dieses schwarz-rote voll geil. Ja, das ist voll geil. Wäre das auch schwarz-rot. So, Leute. Das sind die zwei Stühle. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Diabolo Chairs, dass sie mir zwei Stück hier zur Verfügung gestellt haben. Einmal hier den roten X-Fighter und dann einmal den schwarz-weißen X-Player. Den X-Player schenke ich hier meinem besten Freund, Digi. Danke, Digga. So, Leute, nicht zu danken, Bro. Und ich behalte hier den. Und geil, Alter. Ich freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit. Guck mal den an, Mann.
So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dieser Vlog, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und, Freunde, Link zu den zwei Stühlen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Vlog, nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Willst du auch noch was sagen, Schatz? Ich will einen Kill. Sie will einen Fortnite-Kill. Macht's gut und haut rein. Peace. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.